Piepbahn. Dieser scheiß Piepbahn. Gott, schon so weit. Wahrscheinlich wieder alles, ja. Alles von null. Sieht nämlich sehr frisch und lebendig aus, der Kamerad. Kurz heilen. So. Erstes Mal nieder mit dem Vogel. Ich hab's so oft in sein Maul geschossen. Na, wo bleibst du stehen, mein Kleiner? Auf dem Move habe ich gar keinen Bock. Los, Rainer. Hol ihn dir. Spuck mich nicht an, du Sau. Natürlich, erstmal einmal rufen. Was wir hier an Gegnern haben. Nein, und gibt es noch mehr. Fuck! Wir dürfen es einfach nicht zulassen, dass er ruft. Nicht noch mehr. Ah, Kackvogel. Das ist ein harter Boss. Dürfen wir einfach nicht so oft verfehlen. Einfach so ins Gesicht schießen, den blöden Flieger hier. Das war eigentlich genau die Schnute. Wieder.
Na, jetzt bleibt er da wieder stehen. So, einmal. Los, Mietz. So, Nummer 1. Böser Vogel. So, sehr gut. So muss das jetzt weitergehen. Nein. Nein. Nein, 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 wir sind tot, wir sind tot, wir sind tot, wir sind tot. Wir sind nicht tot. Zumindest nicht ganz. Puh. Blöde Drecksau. Ein in seine Schnute, Kleiner. Das war der zweite Streich. Gesund sind wir komplett. Ah, fuck! Damit hätte ich jetzt gar nicht gerechnet. So musste man ganz kurz einen Schluck zwischendurch trinken. Dann wollen wir mal weiter hier. Blöde Sau. Wir kriegen den auch klein. Und wenn die Folge heute eine Stunde geht. So. Schlag Nummer 1. Schlag Nummer 2. Schlag Nummer 3. Machen wir immer besser. So. Das ging fast wieder in die Hose. Jetzt mal ein paar Pfeilchen hier. Gesundheit sieht soweit auch ganz gut aus. So. Ich kann nicht noch mehr von den komischen hier gebrauchen. So, zweiter Treffer. Fuck. Oh, Nummer 3, sehr gut. Reiner. Okay, schauen Sie mal in der dritten Runde.
Nein. Das kommt einfach zu viel auf einmal. Wie soll man das denn... Mann. Los, auf ein neues, du Piepfotz. So. Davon mal eins. Davon mal zwei. Davon mal drei. So, und Treffer Nummer 4. Runde 1 gemeistert. Jetzt kommen die Fliegenden, die Bogenschützen. Einfach eine perfekte Runde spielen. Da waren wir zu lange. Nicht gut. Das werden jetzt wieder zu viele. So, flieg weiter. Ich muss sie kurz hier meinen Finger wieder richten. Genau, löst sich der Nebel auf. Hol ihn dir. Ich mach jetzt mit. Getroffen? Ja. Nein, das ist nicht gut. Das ganze scheiß Monat, die verdammt gut mit ihren Bögen sind. Runter hier. Rein mit dir. Oh Gott. Der Tiger wusste, dass der Kreis verendet werden muss. Fragt man sich, Caligan, warum willst du Shangri-La verlassen? Doch in Wahrheit verließ ich es nie.
etwas Größeres als dich selbst zu glauben, das ist das Paradies. Shangri-La. Ist in mir und in dir. Verehrter Maler, ist das genug für dein Tanka? Kampf mit diesem Vogel. Und schauen wir mal, wie das Bild verändert aussieht. Die ungemalte Zukunft. Beendet. Das ist doch der Mondvogel. Oder wirklich die Mondvogel. Puh. Was können wir denn damit machen? Was passiert jetzt? Wir haben die komische Pfeife benutzt von den beiden Spinnern. Oh mein Gott. Geil, dann wachen wir an einem zufälligen Ort auf. Oh, Scheiße. An einem sehr hohen Ort. Wo sind wir denn hier? Natürlich, der höchste Berg hier. War ja klar. Oh Mann. Na gut, dann möchte ich mich mit diesem spektakulären Ausblick, weil es gerade sehr neblig ist, also es ist wirklich sehr, sehr neblig, ist verabschieden von euch aus dieser Episode von Far Cry 4. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir haben die Shangri-La-Mission beendet und werden den Tiger wahrscheinlich vorerst nicht so schnell wiedersehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir stürzen uns hier noch kurz mal den Berg runter. Und wir sehen uns dann hoffentlich morgen wieder in einer neuen Folge von Far Cry 4. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und haut rein. Ciao.